Crystal Palace ist unser mittlerweile 10. Studioalbum. Deine Lakaien, das sind Alexander Veljanov und Ernst Horn. Schon seit 1985 gibt es ihr gemeinsames Musikprojekt. Man kann sich sicher vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, wenn man anfängt, eine neue Produktion anzugehen, beim 10. Mal dann sich natürlich sehr stark fragen muss, ob und wie es werden soll. Aber sie scheinen einen Weg gefunden zu haben. Die Texte der neuen Songs sind nicht mehr so politisch, mehr privat, aber dennoch tiefgründig, verpackt in experimentelle Klangwelten. Und oft übersehen, wohldosiert auch angereichert mit Ironie. Bei uns gibt es kein klassisches Aufteilen beim Schreiben der Songs. Also es gibt Songs, die sowohl musikalisch als auch textlich von Ernst stammen und es gibt eben auch Texte, die ich ihm anbiete, die er dann vertont. Inspiration hat ihnen sicher der ein oder andere Gig geliefert. Während eines Konzerts bei einer Kunstausstellung in Peking war die Stimmung irgendwie anders. Direkt vor uns stand quasi von links bis rechts Hand in Hand ein menschlicher Schutzwall zwischen Publikum und Bühne, bestehend aus chinesischen Soldaten. Und das war so bizarr im Angesicht dieser wirklich stoisch dastehenden Männer, die wohl auch nicht besonders viel Mimik zeigen durften, da zum Konzert zu singen. Das war so absurd. Peking steht jetzt aber erstmal nicht auf dem Tourkalender. Im Herbst gehen Deine Lakaien mit 10 Konzerten auf Deutschland-Tour.